Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie kannst du ein regionale Zugtickets kaufen. Also, dass ich momentan in Passau bin, also im Süden Deutschlands, wirst du jetzt auf dem Bildschirm sehen, dass Passau Hauptbahnhof steht als unser Abfahrtspunkt. Und wählen wir von Passau nach zum Beispiel Berlin. Wenn wir Berlin auswählen, haben wir auf der linken Seite eine Liste von den Stationen in Berlin Hauptbahnhof oder Gesundbrunnen, Ostbahnhof und so weiter. Das haben wir noch, aber zum Beispiel nehmen wir Gesundbrunnen diesmal und sagen wir weiter. Und jetzt können wir sagen, dass können wir sehen, dass wir haben eine einfache Fahrt oder hin und zurück oder dass wir Zeitkartennahverkehr brauchen. Zweite oder erste Klasse und alle Zugtypen oder nur IC oder nur Regio und so weiter. Jetzt können wir Datum und Uhrzeit auswählen. Wollen wir ab sofort oder vielleicht Ankunft ist für uns mehr passend. Dann, wenn wir weitergehen, brauchen wir das für Erwachsene oder Kinder? Also hier geht es um die Anzahl der Reisenden. Gehen wir weiter, wenn das nur für eine Person kaufen. Hier steht mehrere Optionen. Haben wir eine Bahncard oder Bahnbonuscard? Das ist. Gehen wir weiter und hier sehen zum Beispiel in diesem Moment, wie viel es kostet, in welcher Uhrzeit, es kommt. Wir können sehen, dass jetzt, wenn nur erste Klasse anbietet, das bedeutet, die zweite Klasse ist schon ausgebucht. Gehen wir weiter in der ersten Klasse. Und natürlich, es steht wegen der hohen Auslastung, zweite Klasse ist ausgebucht. Okay. Danach bietet eine Platzreservierung. Das kann ich nur empfehlen in so einer Route, zum Beispiel Passau Berlin. Also, das ist durch fast die ganze Deutschland, dass man einen Platz reserviert um 4 Euro. Ich glaube, es ist für zweite Klasse. Und danach, wenn wir diese Platzreservierung bestätigen, können wir auch die Einzahlung bestätigen und einfach einzahlen. Genau, mit der Karte oder Bargeld auf dem Automaten. Also das ist ganz, ganz egal. Schauen wir nochmal, zum Beispiel Berlin, und wählen wir jetzt Hauptbahnhof aus und schauen wir weiter nochmal, was für Angebote haben wir. Also das haben wir schon gesehen. Ja, können wir weitergehen. Und schauen wir zum Beispiel heute, um wie viel Uhr können wir das auswählen. Oder Ankunft. Das können wir auch ändern. Oder Umstiegszeit. Und so weiter. Also das ist ganz leicht. Am Ende nur. Sie können sehen, dass das ist vorletzte Step sozusagen. Reservierung und Extra. Sondern Übersicht haben wir normalerweise einen Button in der ein rotes Button mit Bestätigen. Dann können wir auswählen unsere Zahlungsmethode, Karte oder Bargeld und ganz einfach auf dem Automat unser Ticket kaufen. Bis nächstes Mal.